Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, Cringe habe ich schon gelesen, wenn ich nicht am Schreibtisch klopfe, sondern meinen Oberschenkel dafür nehme. Ich hab's halt mal gefeiert. Freunde, wie ihr es im Titel schon gelesen habt, stylen wir ein weiteres Mal Gucci Potter um. Ja? Nein, wir machen, ja, es geht mir ein weiteres Mal an den Kragen. Das Shirt, weiß ich nicht, ich bin kein Fan davon, aber es ist für den Sommer perfekt, weil es nur, was momentan wie viel Grad hat? 35? Circa, und das T-Shirt 35 Gramm, das passt. Ja, sieht man eh an meiner Stirn, wie heiß es aktuell ist. Ja, Freunde, heute ein weiteres Mal Bart ab, Haare ab, das große Umstyling. Ich glaube, das ist mittlerweile das dritte Umstyling auf meinem Kanal. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich ein Freund vom Haarwachsprozess. Also ich lasse mir gerne die Haare wachsen und wenn sie dann lang sind, sehe ich kein Ziel mehr vor Augen, schneide sie wieder ab, mache ein Umstyling und dann lasse ich sie wieder wachsen. Heute ist es ein weiteres Mal dazu gekommen. Heute bin ich dabei, mir meine Haare abschneiden zu lassen. Kurz, 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 kurz. Boah, Bruder, ich schwitze so sehr, du darfst nicht so rein. Okay. Keine Justin-Frisur, schon ein bisschen länger, auch keine Seiten auf Null, weil ich einfach kein Fan davon bin, mit dem Strom zu schwimmen. Ich bin gern mein eigener Typ und deswegen schauen wir mal, was da heute rauskommt. Ich bin heute nicht im Tony and Guy, sondern ich bin heute bei meinem Kumpel im Dösami Concept Store. Wir haben da eine besonders begabte Friseurin, da hinten die Maddy. Da schauen wir jetzt gleich mal hin. Überhaupt nicht gestellt. Hallihallo Maddy! Grüß dich, ich habe dich gar nicht gesehen. Du hast heute das Vergnügen, mir die Haare zu schneiden. Ja, anscheinend. Ich habe ungefähr was im Kopf. Okay. Katze. Schauen. Ja, die Temperaturen wäre perfekt. Okay, Kameramann Hadi, vielen lieben Dank. Gerne. Oh, Bruder, was ist denn da Nices hinter dir? Freunde, was ist denn hier noch im Dösami-Store erhältlich? Ja, für die Wiener haben wir immer was zurückgelegt, genau. Gell? Auf jeden Fall vorbeischauen. Da hängt auch die neue Kollektion von Dösami, Leute. Auch mega nices Design. Also, schaut unbedingt vorbei. Krugerstraße 10. Okay, passt, ich stelle die Kamera mal auf, sodass man mich sehen kann. Sodass ich mein schmerzverzerrtes Gesicht in der Kamera habe, wenn mir meine Goldlöckchen abgeschnitten werden. Okay, Maddy, du traust dir das Ganze zu? Ja. Jetzt kommt die berüchtigte Frage des Friseurs. Was machen wir? Ich habe mir Folgendes vorgestellt. Wie ich schon gesagt habe, ich möchte auf keinen Fall Seiten auf Null haben, aber ich möchte es kürzer haben. Also ich möchte oben etwas länger haben, vielleicht perfekt für eine schwitzige Stirn, sodass die Haare instant fettig werden, die Haare so nach unten haben ein bisschen, aber auf der Seite nicht kurz, sondern auch etwas länger nach vorne. Und im Sommer kriege ich immer durch die Sonne so ausgebleichte Strähnen. Vielleicht machen wir die noch mit rein. Die Ohren breit oder leicht bedeckt? Leicht bedeckt. Ich habe Fliegerohren, wenn man die kaschieren, schadet es nicht. Gut, Freunde, nachdem ich jetzt schon ausschaue wie ein altes Waschweib, ist ganz offensichtlich, jetzt geht's zum Färben. Wir machen es so ein bisschen Sunkissed, nennt sich das. Also nicht komplett gefärbt, so wie die alten. Ja, genau. Wie vom Urlaub. Also nicht auf Altweiber-Putzfrauen-Style, sondern auf natürlich. Hallo Lieben, schön, dass ihr mich gefunden habt. Oh mein Gott. Du bist gar nicht zu erkennen mehr. Viele werden sich wahrscheinlich fragen, ob mir das gar nicht wehtut, nach so langer Zeit mir die Haare abzuschneiden. Aber nein, das ist mittlerweile das dritte Mal. Und wie gesagt, ich liebe den Prozess des Wachsenlassens. Wenn es dann schon lang sind, weiß ich nicht mehr, was ich damit machen soll. Drum kein Ding, wenn man die abschneidet. Tut nicht weh. So Leute, jetzt geht's einmal ab zum Auswaschen. Mal schauen, wie die Strähnen aussehen. Hinten schaut der Hadi schon den neuen Blog. Übrigens, mein Blogging-Kanal in der Infobox. Rudi, du kommst extra aus Vorarlberg, oder was? Ja. Servus, grüß dich. Ja, mach mal ein Foto. Ganz ja. Sehr gerne, sehr gerne. Gut. Danke dir auch, Bruder. Tschüss. Gute Heimreise. Was hast du denn da im Sackel? John 1, Roy Jones. Ah, nicht schlecht. Aber MM wird wieder geschissen, gell? Schaue ich jetzt nicht ein bisschen aus wie eine Lesbe? Findest? Ja, von der Frisur her. So wie diese Parade-Lesbe, die auf der Straße für Feminismus kämpft, oder? Ja, du, der Schnitt ist so, was soll ich? Kann nichts dafür. Ja, hundertprozentig begeistert bin ich nicht.
Aber ich glaube, bei solchen Haaren, ich sage dir das, das Auge auch, weil du kennst dich nur anders im Spiegel. Du schaust viel fresher aus. Ja, das schon. Viel lebendiger, dein Gesicht ist offen. Ich weiß nicht, kennst du diese Omas, die sich so kurze Haare und so locker machen? Wenn du mal die Haare jetzt noch rot färbst, so ein bisschen. Nein, aber überhaupt nicht. Aber gib mir mal ein bisschen Wachs und lass ihn mal durchwuscheln. So ist besser zum Beispiel. Schaut viel fresher aus, ne? Okay, ja, finde ich gut. Okay, ja, dann machen wir den Bart noch kürzer, weil es das heißt ja leider Bart ab Haare ab, sonst finde ich es nämlich eh mega fresh jetzt im Bart. Ja, liebe Leute, damit ist das Umstyling beendet. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr die Frisur findet. Ich finde es nice, muss mich aber einfach noch dran gewöhnen, das ist eh ganz normal. Aber auf jeden Fall top Arbeit geleistet, auch mit den Seiten, was sagst du? Alles super. Ich sag fresh. Maddy macht das auf jeden Fall mega gut. Schaut bei Maddy vorbei, die zaubert die besten Haare. Ich werde mich jetzt die nächsten paar Tage damit. Ich schaue halt wieder viel jünger aus. Ich glaube, das ist das Problem, dass ich es einfach nicht gewohnt bin. Aber Freunde, wenn euch das Video gut gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns dann am Freitag wieder. Mit dem neuen Maximilian. Das ist von mir, euer neuer Maximilian. Das war ja sowas von dumm, dieses Auto. Ist noch eins drin. Ja, aber nein, die letzten paar Sets, das lasse ich so. Das ist dreist.